Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Green Hell mit dem Christian, dem Sebastian, dem Bram und mir, dem Peter. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Und wir haben den Server gewechselt. Christian hostet jetzt. Ich bin Peter. Das heißt, ich habe mein komplettes Inventar verloren. Ich habe mich jetzt nur kurz grundsätzliche Sachen ausgerüstet, wie Pfeile, was zu trinken, eine gekochte Zwiebel, eine Axt und ein Bogen. Und, in deinem Zweifel habe ich noch Dosenkäse für dich. Den lasse ich zu für eine Special Occasion. Hier ist ein Geist. Ein Geist? Ja, hier, die Bambusstöcke sind gerade bei mir geflogen und dann wieder runtergegangen. Naja. Ja, muss ein Geist sein. Also, wir gehen jetzt wieder los und haben uns überlegt, das Essen und so, das suchen wir uns einfach auf dem Weg. Ja, wir haben so viel Kokosnüsse. Der Wald wird uns nähren, Peter. Genau, der Wald wird uns nähren. Mal kurz noch die Steinfalle hier wieder. Hier gibt es genug Schnecken und Larven und Spinnen, die hier reizen kannst. Ich habe übrigens mal nachgelesen, weil das auch jemand geschrieben hatte, hier wegen der, was haben wir hier, die brasilianische Wanderspinne mit den Bananen. Die Bananenspinne ist eine brasilianische Wanderspinne. Ah. Wanderspinne heißt im Endeffekt nur, dass die nicht irgendwie ein Netz bauen und dann jagen, sondern die rennen halt durch die Gegend und machen alle kaputt. Durch die Gegend. Ja, genau, hier ist halt so ein Ding. Und die brasilianische Wanderspinne ist die giftigste Spinne angeblich der Welt. Denk sie ab. Was selbst krasser ist als das der schwarzen Witwe. Oder der. Ja, pass auf, die beißt dich. Trichternetzspinne. Die sind auch recht aggressiv unterwegs. Jetzt nicht mehr. Ich kann schon krass. Die, also die auch einfach Bananen da liegen, die wird nicht weiter. Bananen, könnt ihr noch mitnehmen? Ja, ich kann immer gut was gebrauchen hier. Banane. Okay, Bananen haben wir. Ich habe 8 Bananen. Aber hier die jetzt. Pilze mitnehmen. 9. Die machen. Die Würmer weg, ne? Ich hab die mal mitgenommen. Geil. Hier liegen überall so Stöcke, das macht mich paranoid. Was ist das denn? Das ist ein Wald. Stöcke machen dich paranoid? Die ist ja cool. Das ist halt eine Frucht, eine Mango, die oder? Kenn ich gar nicht. Ja, die bringt auch Hydration, die ist voll gut. Ja, Früchte bringen immer ein bisschen Wasser, das ist gut. Lecker Larve. Das ist noch ein Ara für Pfeile. Oh ja. Und hier könnte man nochmal. Muss ich trinken? Nee. Na, einfach den Kopf nach oben und dann gib ihm. Da ist schon wieder so eine Spinne. Ja, die machen aber immer echt krasse Geräusche, muss man wirklich sagen. Ja, so. Aber die Spinnen machen. Oh Gott, hab ich wieder Schock. Nee, machen nix. Ja, weiß man nicht. Ich hab die noch nie so nah rankommen lassen, dass die meinen Fuß pieksen können. Ja, hat eine Kokosnuss gefunden. Ja. Davon sollten wir eigentlich einige finden. Ja. Letztes Mal war mein ganzes Inventar damit voll. Also ich wollte so, gehen wir mal wieder durch die Begrüßungstür. Oder wo wollten wir links gehen? Ich weiß das jetzt. Weiß ich nicht. Wir wollten halt zu dem Dorf, was ich entdeckt hatte. Stimmt. Genau, wie kommen wir da hin? Ja, also ich garantiere jetzt nicht, dass das hundertprozentig funktioniert, aber das ging ungefähr in die Richtung hier. Ich finde, das ist eine gute Richtungsangabe. Vor allen Dingen, ich meine, wir gehen ja links lang, haben links die Höhlenwand, sage ich schon, die Felswand. Ah ja, genau, falls das für die Zuschauer, das habe ich jetzt gar nicht erklärt. Wir haben deswegen den Host gewechselt, in der Hoffnung, dass ich jetzt die Gegner auch mal sehe und nicht immer dabei zuschaue, wie unsere Leute hier gegen unsichtbare Feinde kämpfen. Peter will auch selber mal Kills machen. Dann da in der Mitte hoch. Was ist das denn hier? Eigentlich ist das so schwierig bis jetzt. Ja, hier ist aber schon was passiert. Hier ist auch gut abgeholzt worden, ja. Weil die Einflugschneise ist hier. Hier ist das Flugzeug vielleicht gecrashed. Hier vorne ist doch so ein Feld mit Büschen, so Handfeld quasi. Das ist doch völlig Handfeld? Das ist die Scar vom. Wie bei. Hör, was ist das für ein Geräusch gewesen? Ein Schwein. Schweinpeter. Okay. Kannst du die fällen? Hier, warte mal. Das ist ja richtig angebaut. Das ist ja hier wirklich Agrarkultur und alles. Dann mache ich erstmal kaputt. Was wächst denn? Sind das Oliven, ist doch nicht oder? Von den Buschleuten, oder? Nee. Olivenbusch. Du kannst die Büsche. Doch, du kannst. Kleiner Blätterhaufen. Wow, das war's. Ja, cool. Du hast dem Schwein ins Gesicht geschossen. Ja, ich habe keine Klinge mehr. Ja, da muss jetzt nicht jemand anders die Hände dreckig machen. Machen wir erstmal wieder Knochen, das ist gut. Hier sind noch ein paar Larven, ne? Falls jemand möchte. Jam, jam, jam. Oh Gott, ich bin ein bisschen schwer jetzt gerade. Kann mir jemand abnehmen? Klar, Schmeiß die Knochen weg, oder? Ein paar Knochen, also wir haben eben alle Knochen. Wie die Knochen wegschmeißen? Wir haben ja gerade echt viele Knochen benutzt. Nicht wegschmeißen, aber dass jemand anders die halt trägt, meinte ich. Ja, ja, das ist kein Ding. Aber das ist die ganze Zeit in Verwendung. Okay, sehr gut.
So, dann geht gerade aus durch diesen Wald noch. Wir gehen mal einen Besuch abstatten. Oh yeah, baby. Und dann wir auf dem hoffe Weg ich, dass wir dann mal, schon was wieder ist das sehen. Oh, das ist ein Jaguar. Blume. Was ist das für eine Pflanze? Das ist eine neue Blume. Abraham, wie schlägst du dich gegen den Jaguar? Unbekannte Kräuter habe ich jetzt bekommen. Ist umgefallen, ne? Good job. Das musst du mal in die Medizin dann packen. Unbekannte Kräuter? Ja, ah ja, stimmt, warte mal, das habe ich schon. Ich mach mal unbekannte Kräuter. Boah, dem hast du aber einen richtigen Headshot gegeben, Bram. Holy shit. Hey, kann man immer vertragen. Ich bin der Knochenträger Fleisch. Hier jetzt ja, in der auch Gruppe. Fleisch noch. Ja, Fleisch wird auch getragen. Okay, komisch. Die unbekannten Kräuter kann ich nicht mit dem Blattverband benutzen. Kannst du die denn mit den Blättern für den Blatt... Mit Tabak? Nee. Ist Tabak das? Also die Molinera-Blätter, womit man den Blattverband macht, da ist auch, die haben auch nur eins. Die kannst du nicht mit irgendwas kombinieren, scheinbar. Wie geht meine Energie voll schnell runter? Und die Kräuter? Ja, Peter, du schießt hier auch, ballerst hier auch rum und... Ey, ich habe eine Spinne abgeschossen, Bram hat den Jaguar gekillt. Also okay, bei mir das der sieht Verband, ja auch schon mal interessant aus wieder. Den fertigen Verband mit den Kräutern kombiniert. Wenn das nicht geht, dann... Ja, für den Funkienverband. Genau. Aber für die neuen Kräuter, wenn du die alleine auf dieses Crafting-Ding ziehst, wird kein Punkt ausgefüllt. Hier sind die dicken Fische, Leute. Keine Ahnung. Hier sind richtig dicke ich Fische. Ich muss mal hinterherlaufen. Ich glaube, die anderen sind ganz schön ein Stück vor. Ja, nur ein Stückchen. Können wir endlich angeln? Ja gut, wir angeln ist hier halt mit Pfeil und Bogen, ne? Ne Maus! Ja, da mit einem Stab, oder nicht? Ja, das geht bestimmt auch. Aber ja, cool, ich hab gerade schon so viel hin. Fleisch. Warte mal, ich stell mich mal hier oben hin. Dabei. Das sieht doch aus wie ein Teich. Ja, guck ich halt mal ganz kurz an, ich guck mal ganz kurz, ob das hier vorne war. Warte mal, kann ich nicht hier? War schon länger nicht mehr da. Wasser ist unsicher. Oh mein Gott! Alter, Christian ist einfach voll reingesprungen. Ich stech den Fisch einfach. Ja, ich hab ihn! Ja, nice, Leute! Gute Angler! Faunbarsch hier! Speerfisch plus eins. Hä? Ich bin voll, scheiße! Ja, ich hab auch keinen Platz mehr. Jetzt muss der Fisch leider für nichts gestorben. Wir sind mit ganz schön vielen dann. Wir haben schon echt viel. Wir sind kurz losgelaufen und haben schon mega viel. Ja, wieso haben wir eigentlich uns dann Stress gemacht da, ey? Wir hätten einfach ein bisschen den Wald erforschen müssen. Das Problem ist, Bram, wie sieht das aus? Hast du das Dorf gefunden? Ja, das Dorf hab ich noch nicht gefunden, aber da vorne, das kommt mir bekannt vor alles. Okay, das ist gut, da gehen wir vielleicht mal in die Nein, Richtung. Wirklich, weil da vorne ist jetzt gleich, wenn wir durch das Waldstück laufen. Vorsicht, ist echt so. Dürfte da nach dem Wald Wasser kommen, / Strand. Oh, schon wieder so ein Vieh, aber das schieße ich gar nicht ab. Da war Kiki Beach. Da war ich schon, glaube ich. Jo, ja, hier die Bäume, schön. Easy. Da war ich schon, glaube ich. Ey, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, wie wir zurückkommen. Ja, einfach... Um 180. Ah ja, die Bäume sehen ja krass aus. Oh, sind das nicht diese Mangroven? So, ja, genau. Heißt die so? Das sind die Groovy, Baby. Man. Hier ist Schlange. Hier ist die Küste. Töte sie. Nice. Oh, das ist eine richtige Klapperschlange. Ja, sind die immer, die Schlangen. Im Sprung habe ich die gekillt. Ich habe noch keine Schlange überlebt, also von daher. Voll ist gut. Das ein kaputtes. Nee. Steine. Ja, hier ist Steine. Strand, aber das ist nicht cool das Meer, das ist ein Riesensee. Jo, stimmt, wir sehen ja quasi auf der anderen Seite... Alligator! Was? Leute, das wird... ich dachte auch, das wäre ein Stein. Moment, kein Problem, Leute. Ja, ein... Als ob du den jetzt mit einem Pfeil gekillt hast. Nein! Ich bin der Killer! Ja, ich habe keine Klinge. Das ist ein, by the way, schwarzer Kaiman. Ein Keimer. BTF. Ja, ich sammle den mal, aber ich kann nichts mehr tragen. Also die Sachen werden jetzt alle am Boden fallen. Ja, ja, ich bin auch ganz schön voll, muss ich sagen. Mal gucken, kriegt man denn da raus? Ich kann noch 10 Kilo jetzt tragen. Schwarzer Keimernfleisch habe ich. Wow, das Ding ist jetzt einfach verschwunden und du hast nur das Fleisch. Ja. Was machen wir denn mit dem geilen Krokodilsleder? Das würde ich gerne an meinen Füßen tragen, wie jemand, der keinen Stil hat. Ich habe kein Krokodilsleder, glaube ich. Ja, und was ist denn da hinten für ein Durchgang? Wenn wir hier den Strand entlang gehen. Weiter. Oh nein, ich hab einen Parasiten. Moment, ich muss mich waschen. Da wird's auch weitergehen. Moment, dann lass kurz auf Christian warten. Ja, kein Ding. Und dann bin ich nämlich hier am Strand rechts gelaufen. Kein Ding für den Kick. Da dürfte gleich hoffentlich nochmal Wasser kommen. Kann man tauchen? Ja, das ist bestimmt nicht der straighte Weg gewesen, nur zur Info dahin. Das geht wahrscheinlich viel kürzer. Ey, kann man auch tauchen? Ich weiß nicht, geh mal gucken da bei den Kaimanen. Ja. Gib nur den einen, Christian. Ja, man kann tauchen. Okay.
Weil du nämlich da vorne hast ja so einen Balken. Okay. Siehst du das auf den Stein, diesen Balken? Ich könnte mir vorstellen, dass wenn du da runterspringst, dass da was ist. Oh, da ist was. Okay. Aber... Ja. Komm, wir gehen mal gucken, Christian. Wir machen das mal. Weißt du, das markiert so ein bisschen die Stelle, finde ich. Wo es was Interessantes zu finden gibt. Ja, verstehe ich. Versuch mal von hier oben zu gucken. Also hier ist nichts. Das sieht aber du kannst relativ lange aus. Die Luft anhalten, finde ich. Oh, man sieht aber auch nicht viel unter Wasser. Nee. Ganz schön dreckig hier alles. Aber ich glaube, wenn so ein Krokodil auf dich zukommt, dann siehst du. Hab jetzt nichts gefunden. Aber man gut zu wissen, dass man tauchen kann. Aber ja, wirklich. Nicht nice. Man kann theoretisch halt auf die andere Seite schwimmen, oder? Da weiß ich nicht, ob du so lange schwimmen kannst. Das sieht ziemlich weit aus. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du keine Energie mehr hast. Ja, das weiß ich auch nicht. Alter, die Vögel hier sind krass. Ein bisschen anhänglich. Ja. Okay, tauchen kann man. Jetzt ist die Frage, ob wir hier nochmal hin zurückkehren. Aber wir sollten jetzt vielleicht den Weg folgen. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwo dann wirklich so einen Schiffswrack. Vielleicht. Wo man dann reintaucht. Spitzname deiner Mutter. Cool. Wo ist Bram jetzt hin? Ich hinter euch. Aber da einfach durch diesen nee, das Halbkreis schiebt er uns vor. Durch. Er hat schon was Fieses gesehen. Nee. Hinter dem Halbkreis sollte hoffentlich... Vielleicht in einem Stück nochmal Wasser kommen. Ist dieser Durchgang der Halbkreis der See, oder was ist? Ja, der Durchgang hier ist der Halbkreis. Okay, alles klar. Ja, hier ist halt wieder der See. Genau, quasi bis. Ja, genau, quasi folgen wir zum See. Der dürfte jetzt gleich rechts abknicken oder die Küste knickt jetzt gleich rechts ab. Und dann ein Stück noch geradeaus / irgendwie so links. Müssen wir hier hoch? Dann sehen. Nee, ne? Ich geh mal hoch. Könnte man aber mal gucken, ne? Also von da aus sieht man mehr. Ja. Zweifel fahren wir wieder runter, brechen uns kurz den Fuß und laufen weiter. Kein Problemo. Vorsicht mit den Kokosnüssen, ey, die sind gefährlich. Ohne Witz, können die einem am Kopf fallen? Das wäre nämlich echt witzig. Das wäre auch sehr realistisch. Ja. Hatte Bram nicht. Okay, ich sehe da vorne einen Fluss, Bram. Ist das richtig? Ja, genau, das sieht richtig aus. So, jetzt quasi in die Richtung, wo Peter läuft, mehr oder weniger. Dann sollten wir nach einer kurzen Distanz noch drauf zulaufen. Das war safe nicht der schnellste Weg. Keine Ahnung. Ja, aber was ganz gut ist, dass du da oben wieder eine Felswand hast. Oh, was ist das denn hier? Hier ist irgendwas Gebautes. Das hab ich noch nicht gesehen. Hier ist ein Fischdock, also so ein altes Schiffs. Jo. Ah, okay, da bin ich da. Ja, beim letzten Mal bin ich an der Felswand lang gelaufen. Deswegen habe ich das wahrscheinlich dann nicht gesehen. Ah, genau, da hinten ist das Dorf, glaube ich. Hier ist Bier! Endlich! Aber das kann man nicht mit. Warum kann man das nicht mit? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Hier ist ein Bier! Machete. Peter, das ist eine rostige Machete. Eine rostige Machete? Machete, ich bin Machete. Geil. Guckt weg! Geil. Guckt weg, wie ich sie aufnehme. Ja, du kannst auf einer Matratze schlafen. Weißt du, was ich mache? Das sollen wir vielleicht kurz machen. Ja, das mache ich nämlich kurz. Hier ist eine Flasche. Eine Tasche. War auch hart anstrengend jetzt, die 10 Minuten laufen. Ja, ohne Witz, meine Energie ist auf der Hälfte jetzt. Ja, meine auch. Ich bin geschwommen und war so bei ein Viertel runter. Und ein Speer auch. Geil, jetzt habe ich wieder gute Sachen. Oh, jetzt bin ich voll. Vierzackiger Speer habe ich jetzt. Was? Dann heißt Peter ist jetzt Speer. Der Damage-Dealer, weil der hat mit der rostigen Machete verursacht der noch Infektion. Ja. Und mit dem vierzackigen Tetanus. Speer, nimm der hat das. Dann noch so Widerhaken. Wir müssen echt gut alles durchsuchen, dass wir hier nichts übersehen. Was liebe wir Eingeborene, wir bringen euch Corona. Wasserfilter? Wasserfilter! What, habt ihr das denn hergekriegt? Dann weiß ich nicht. Ich hab ja nur geschlafen. Hä? Das ist ein Autorücksitz, by the way. Ich hab eine Dose mitgenommen. Bambuswasserfilter habe ich da gerade noch gesehen. Ich hab mich jetzt gerade hingelegt. Bambuswasserfilter. Langer Bambusstock, Bambusscheit, Seil, Kohle, Stein. Können wir machen. Ich weiß noch nicht, wo der Unterschied zwischen dem Wasserfilter und dem Bambuswasserfilter ist, aber egal. Können wir beides machen. Aber wo setzen wir den ein? Aber Wasserfilter. Nee, warte mal. Bambusstein? Langer Bambusstock. Ach, du brauchst einen langen Bambusstock und bei dem anderen einen normalen Stock. Weiß ich nicht, im Fluss? Nee. Die Kommentare sagten auch, oder ich weiß nicht, ob sie einfach nur Bullshit gelabert haben, dass ich dachte, ich müsste diese Lehmdusche. Mit Wasser befüllen über mein Bordin hier. Bidon. Aber ich habe genau hier das ist eine, hier ist Gegenteilige versucht.
Ich habe versucht, daraus Wasser zu bekommen, aber das geht nicht. Ach, so eine Reis. Das ist ein Piranha! Es gibt Piranhas. Was? Oh, Moment, das ist aber scheiße, dass es Piranhas gibt. Oh mein Gott, also, da sind wir doch geschwommen. Ich bin mal gespannt, weil Piranhas sind eigentlich ja gar nicht so gefährlich. Also. Den habe ich gesehen, als wir geschwommen sind. Hier ist ein Piranha. Hier ja, komm, ich nehme den mal raus. Hier ist eine Rakete. Was? Was ist das? Da ist eine Rakete? Ja, Rakete. Ich glaube, nee. Komm mit R. Also, ich habe den Piranha jetzt hier auseinandergerissen. Das ist ein Wasserfilter, deswegen haben wir den gelernt. Ach, der ist das. Wie habt ihr das gelernt, indem du da dran gehst? Ich glaube, wir lernen durch Gucken. Da muss ich mir mal angucken. Haben wir die Fischreuse denn gelernt? Zieh dir die Rakete rein, Peter. Aus Bambus und Stöcken. Wait, was macht man damit? Ich weiß, Wasserfilter. Oben kannst du... Schale drüber. Und nee, mit dem Bidon kann ich Wasser reinfüllen. Das ist natürlich jetzt kacke. Ja, und unten musst du jetzt was drunter tun, weil das Wasser wieder aufhört. Ja, aber was? Ja, eine Kokosschale oder so. Eine Kokosschale. Warte mal, ich habe hier gerade welche weggeworfen. Ja, ich habe eine. Hast du? Ja, Kokosschale, yo. Ja, guck mal, und dann kriegst du... Ja, platscht da Wasser raus. Ja, aber wo ist der Sinn? Kokosschale, kannst du einfach Wasser, Regen fangen. Ja, aber Peter, also ich hatte auch von jemandem gelesen, der hat gesagt, bei dem hat es tagelang nicht geregnet. Das heißt, du musst dann zum Fluss gehen, Wasser da oben reinfüllen. Ich habe vor allen Dingen gerade tatsächlich mein Bidon da rein entleert, was jetzt nicht so smart war. Oh, das ist nicht so gut. Ja, Peter, ich habe noch 2,5 volle. Ansonsten finden wir auch immer diese Kokosnüsse, die runterfallen. Die kannst du ja auch trinken. Ara, halt mal dein Maul da. Aber die Fischreuse ist auch cool. Wir können jetzt so eine kleine und eine große Fischfalle machen. Das ist auch cool. Guck mal, Fische fangen, das ist echt gut. Also nicht so ja gut, das dauert hier ja auch voll ewig jetzt. Deswegen bin ich einfach dran vorbeigelaufen. Gehen wir einfach mal weiter. Wo dran? Ja, hier an dem ganzen Ding. Weil ich bin nämlich an der Felswand da rechts lang gelaufen. Und dann zu dem Berg, der hier vor uns ist, weiter. Also quasi einfach weiter im Land, weniger am Wasser lang, weißt du? Ah, ja. Aber jetzt gehen wir quasi... Du weißt ja auch nie, ob da nicht Viecher sind, die dich angreifen, also... Ach lol, ich kriege jetzt alles neue Tagebücher, weil ich das alles vorher noch nicht kannte, weil ich ja Vorsicht, roter Frosch, der leuchtet rot. Ne, der ist blau bei mir. Leuchtende Tiere, okay, der ist bei mir knallrot, aber egal, alles was leuchtet ist glaube ich immer giftig. Ja, machen wir nicht, lass mal leben, das Vieh. Und ich meine halt, hier gerade auch, oh ja, aber das ist meine, ich bin dann Peter, mal, gib mal deinen Igel, hier. Ich bin am Start. Nimm mal. Bei dieser Fluss, der hier links von uns ist, der dürfte quasi gleich uns nochmal kreuzen und dann habe ich den aber nicht überquert, weil man von da aus das Dorf schon sehen konnte. Na, ich tschüss. Und keine Energie mehr und bin zurückgelaufen. Ja, der biegt ja ab. Ja, wenn du da vorne nicht schläfst, dann musst du ja wirklich gucken, dass du dann... Beziehungsweise du hast genau. Umlauf. Ich sehe das schon hier, steht gleich ein Krokodil neben uns und snackt ein. Oh, Mr. Krabs. Oh, Alter, für die Krabbenarmee. Geile Machete, Junge. Und ein ich habe jetzt echt so ein Speer mit 4 Spitzen vorne. Als wenn eine nicht reichen würde, um Leute aufzuspießen. Oh, jo, das hat so drei Steine, ne? Steine? Achso, ich dachte, das wären die Dinger einfach angespitzt, ehrlich gesagt. Die Hölzer. Ja. Ja, vielleicht hast du auch recht. Ich durch und dann bin ich nicht mehr, weil irgendwie so... Ist das da links? Rechts. Ja. Mal gehen wir jetzt rechts oder links am Berg vorbei? Ja, links, ne? Ja, wir können links am Berg vorbeigehen, ist wahrscheinlich egal. Wahrscheinlich bin ich links am Berg, ich weiß das nicht mehr hundertprozentig. Das sieht doch nicht so groß aus, also ich glaube, da laufen wir einfach drum rum, oder? Ja, genau. Gucken. Oh ja, hier wieder eine leckere Frucht. Das ist hier alles schon interessant. Werden wir jemals wieder nach Hause finden, ist vor allen Dingen die interessanteste Frage. Ach, im Zweifel bauen wir uns ein Lager auf. Oh Gott, hab ich mich erschrocken wegen der scheiß Klapperschlange. Oh mein Gott, schon wieder. Aber. Alter, die hat ja gar nicht angegriffen. Ist noch keiner gebissen worden. Uff, uff, uff. Oh Mann, war das jetzt hier, ist die Frage. Links oder rechts? Na, eher links. Dieser Riesenberg sieht hier aber gegen auch so aus. Wir drehen uns im Kreis. Oh, warte, ja, ich sag auch nicht, dass ich das straight drauf zugelaufen bin. Nee, insgesamt meine ich. Mein hier links am Berg vorbei. Aber bin ich doch da hochgelaufen? Ne, ich glaube, ich bin nicht da hochgelaufen. Ich meine, ich bin hier links am Berg vorbeigelaufen. Krass, was du für eine riesen Expedition gemacht hast alleine. Lass mal Oh Gott, jetzt bin ich gebissen worden. Noch so eine Fickspinne. Fickdingens. Schlange. Ja. Ja, angeblich habe ich irgendwo noch einen Egel, aber ich finde keinen. Haben wir was für drei weggemacht? Da. Haben wir Anti. Ja. Sicherlich.
So ein Scheiß nehme ich immer mit. Ich müsste nur ist sagen, ist das das Funkieren-Verband, Christian? Oder ja. Was ist das? Moment, ich kann ja ganz gut sagen, wir sind 49. Ich sehe. Okay. Peter, kannst du mich mal eben abfuttern? Hä? Ja, Igel. Achso, ja. Also wir sind auf... Da ist noch was? Ja, wir sind zu weit gelaufen. Hast du jetzt ich sehe keinen Igel. Nee, doch, ich sehe wohl noch einen Igel. Moment. Hast du schon den gelegt? Ja. Hast du Bram das schon gegeben, Sepp? Nee, noch nicht. Ja, gibt ihm das doch vielleicht eher mal. Hier, Bram. Ja, der hat schon. Ich kann den Igel so schlecht auch gedacht, auswählen. Christian natürlich. Du weißt, dass du die Igel auch einfach selber machen kannst, ne? Ja, aber ich dachte, das ist einfach. Der wird bei mir nicht angezeigt, leider. Oh, scheiße. Ah, der ist im Innenarm. Verband drauf. Was passiert jetzt? Gift geht dadurch schneller weg oder was ist die Sache? Geht schneller weg. Also hast du einen Verband oder hast du den Special-Verband benutzt? Den Special-Verband. Ja, nee, okay. Hast du den auf die Bisswunde gepackt? Ja, habe ich. Okay, ja, dann ist gut, weil fieberst du jetzt noch, aber... Die Vergiftung müsste weggehen. Hast du die getötet oder laufen wir in die wieder rein? Aber wir sind auch zu weit gelaufen. Ich bin über den Fluss nicht so weit rüber. Okay, also müssen wir zurück zum Fluss? Ja, wir müssen zurück zum Fluss. Tut mir leid. Also eher zu dem Fischer oder wieder zurück? Ja, macht ja nichts. Nee, hier, wir haben... Weile her. Wir haben auf dem halben Weg ja nochmal so einen kurzen Fluss, wo die ganzen Crabs waren. Oh, Alter, guck mal, wie schnell wir sind. Da sind zwei. Alter Junge. Alter. Wir sind im Schlangenland angekommen. Ja. Moment, bin ich jetzt auf dem anderen Fuß auch noch gebissen worden? Gott. Nee, der hat den gleichen Fuß nochmal erwischt. Hast du da eigentlich eine Rüstung oder ist das dein Fuß, der nicht in der Rüstung ist? Das war der Fuß, der auch in der Rüstung ist. Aber mein Gift ist weg. Ich hatte Glück. Das heißt, die können dich auch beißen, obwohl du Rüstung anhast? Ja, ja. Genauso Scheiße. Wie du Egel kriegst, wenn du Rüstung anhast. Mal da vorne sehe ich, glaube ich, wieder das Fischerhäuschen. Kann das sein? Kann gut sein. Da links den Fluss. Ja, runter. Ja, wir laufen ja gerade zurück. Ja, genau. Ah. Da hinten dürfte das sein. Einfach geradeaus. Ja, da links. Da ist das. Links? Ja, Moment. Dann hier jetzt links. Da hinten ist das Fischerhäuschen, ja. Also, links? Weil wir... Ja, genau. Weil ich habe den Fluss nicht gekreuzt und bin halt auf der anderen Flussseite quasi rechts gelaufen. Ah, oh, jetzt wird das heißt, ganz schön dunkel. Schon auf der... Alter. Wir sind schon auf der falschen Flussseite quasi. Also auf der richtigen fürs Dorf, oder? Auf der richtigen fürs Dorf, genau. Aber jetzt weiß ich halt nicht, wie weit ich noch gelaufen bin. Oh, guck mal. Das ist ganz schön dunkel jetzt. Ja, wir greifen in der Nacht an. Ja. Schmetterlinge. Lute Bastard. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, werden wir jemals nach Hause finden oder dieses Dorf oder irgendwas von Wert, wird Bram noch von 20 anderen Schlangen gebissen. All das werden wir erst in der nächsten Folge erfahren von Green Hell. Vielen lieben Dank. Bis dahin. Haut rein. Tschüss. Ja.